Servus und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch einen Tipp mitgeben, wie ihr so eine Wand wie hier im Hintergrund mit Malerfließ tapezieren könnt, ohne vorher die Bahn auf dem Boden auszumessen oder mit einem Abroller zu arbeiten, der doch ein paar Euro auch kostet. Funktioniert auch wunderbar und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. So, normalerweise arbeite ich hier mit so einem Abroller, wo ich die Bahn reinlege, dann ziehe ich die unten raus. Ich habe hier auch einen Meterzähler, das heißt, ich habe immer auf den Zentimeter genau die Bahn zurechtgeschnitten. Das ist auch sehr cool zum Arbeiten, würde ich auch empfehlen, wenn ihr öfter tapeziert oder vielleicht auch Maler seid. Ja. Wenn ihr jetzt vielleicht einfach nur ein Zimmer renoviert, ja, dann lohnt sich so eine Anschaffung nicht, weil das kostet ein paar hundert Euro, das ist nicht ganz billig. Da gibt es auch andere Methoden, die sehr gut funktionieren und auch nichts kosten. So, das will ich jetzt zeigen. Jetzt nehme ich euch mit nach hinten an die Wand. So, ich tapeziere jetzt heute ein Malerfließ, und zwar eins von der Firma Sto, das sogenannte Sto Taproy 100P. Das ist mein Lieblingsfließ, das ist ein Glasfließ, schon weiß vorpigmentiert, vorgestrichen. Das heißt, ihr braucht später in der Regel auch nur einen Anstrich und es lässt sich super verarbeiten. Ja, Link wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Das kommt in so einer Verpackung und wenn ihr jetzt kein besonderes Werkzeug habt zum Ausrollen oder sonst was, dann legt ihr euch das einmal auf die Seite, nehmt euch ein Cuttermesser und schneidet das oben einmal auf. So, das will ihr gerade nicht. So. So, ihr schneidet es nur auf der oberen Seite auf, dann habt ihr einmal die Bahn, die war schon angebrochen, deswegen die hatte ich hier schon Goldband fixiert. So, jetzt ganz wichtig, dass die auch richtig rum drin liegt. Wir haben auf der Rolle 50 Meter und die Rolle ist 1 Meter breit. So, die ist hier oben ein bisschen beschädigt, deswegen schneide ich das hier einmal gerade ab. Weil wichtig, dass ihr praktisch von hinten die Rolle ausrollt, weil diese Seite sollte unten sein. Wir haben hier auch so eine leichte Markierung, so einen leichten gelben Film, dass ihr seht, was ist unten, was ist oben. Und so könnt ihr das Ganze vom Boden aus ausrollen und hier habt die Rolle immer sauber in der Verpackung und die liegt nicht auf dem Boden, weil dort würde sie wahrscheinlich Dreck aufsammeln und dann habt ihr eventuell an der einen oder anderen Stelle Körner unter der Tapete. So, jetzt trage ich Kleister auf und dann geht's los. So, ihr könnt den Kleister natürlich auch einfach mit der Rolle auftragen. Ich mache das Ganze hier mit dem Airless-Gerät, das geht noch mal ein bisschen schneller. So. Die Verpackung will ich ganz an die Wand rüber. Gucken, dass ihr das Werkzeug in der Tasche habt, was ich jetzt natürlich gerade nicht habe. Da arbeite ich ganz gerne mit so einem Kunststoffspachtel. Da habe ich ein wirklich gutes Gefühl und kann damit angenehm arbeiten. So, jetzt ziehe ich mir das einfach aus der Packung raus. Leg mir das an die Wand. Wenn ihr gerade Wände habt, dann könnt ihr die erste Bahn auch einfach bündig an die Wand legen, weil die Ecke, die wird später mit Acryl ausgespritzt. Deswegen macht es nichts, wenn da irgendwie mal ein Millimeter oder so offen ist. Sondern gut andrücken. Noch ein bisschen rausziehen, um die Spannung einmal rauszunehmen. So, jetzt haben wir hier eine Steckdose, die schneiden wir aus. So, und da auch nochmal so als Tipp, schlagt die Ecken so ein bisschen mit dem Spachtel an, dann seht ihr das, wo die Steckdosen aufhören und dann habt ihr es nochmal ein bisschen einfacher. Und wenn die Messer stumpf sind, nochmal abbrechen, also das schneidet kaum noch. So, das ist jetzt rausgeschnitten. Ausrollen. So,
schiebe mir die Packung rüber. Und das sollte abgeklebt bleiben. So. Zack. Und nicht vergessen, am Ende nochmal gut überall ordentlich andrücken, dass ihr auch später keine Luftblasen habt. Und dann auch hier oben. Hier haben wir eine Sockelleiste, beziehungsweise eine Abschlussleiste. Da müssen wir jetzt sauber in der Ecke schneiden. Und gleich noch so einen überschüssigen Kleber wegwischen. So, die erste Bahn hier in der Wand ist jetzt tapeziert. Ich denke, das ist ein System, das auch relativ einfach ist. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, setzt auch ein Häkchen an die Glocke, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn es wieder ein neues Video gibt. Ja, Fragen natürlich wie immer einfach unter das Video in die Kommentare. Ich werde darauf eingehen. Und ja, schön, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Kakao, macht's gut.